Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kuhnmann Let's Plays und das ist Minecraft. Und ja, der liebe Kuhnmann hat natürlich wieder mal vergessen, was soll man sagen, checken, ob die ganze Ausrüstung passt. Sprich, nicht in-game, sondern out-game. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt hier und schauen auf diese verschnellte Version. Ich finde, die Musik in der Schnellversion passt so gut, dass ich jetzt einfach mal meine Klappe halte. Wir hören uns in circa anderthalb Minuten wieder und ja, ich würde mal sagen, viel Spaß im Schnelldurchlauf, wo wir eben halt, ja, Steine braten, die Brücke, sprich das Tor übers Wasser bauen und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin jetzt still, schaut euch das an, wir hören uns gleich wieder. Tschüss! Jetzt aber. Gut. Machen wir einfach Schnellvorlauf und sprechen nie wieder darüber. Herzlich willkommen, ich bin der Kuhmann. Ich mache hier Dinge, die nicht sein sollten. Gut, nee, ich denke, ich habe das sicher kommentiert, dass ich hier jetzt versuche, entsprechend das Ganze auszumessen hier. Und mich hier abmühe und dass ich verwirrt bin, habe ich gesagt. Und was aber gut ist, ihr habt etwas Wichtiges nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass ich mir überlege, hier den gleichen Mechanismus unterirdisch zu bauen wie beim ersten Tor. Wäre aber natürlich ein Riesending, weil... Überlegt ihr mal, wie viele Pistons und alles man bräuchte. Aber, ich meine, wir denken ja sowieso schon groß. Oder? Ich hoffe, ich mache das genau gleich wie auf der anderen Seite. 1, 2, hoch, hoch. 1, 2, hoch, hoch. 1, 2, hoch, hoch. 1, 2, hoch, hoch. Ja, super. Das wäre richtig gewesen. So. Gut. Es gibt ein nötiges Terraforming hier. So viel zu meiner Verwirrtheit. Gut, das heißt aber, wenn wir jetzt ehrlich sind, sind wir hier zu hoch.
Nee. Zwei, drei. Hier ist zu hoch, ha? Also, dann hier so. Haben wir noch Stufen? Logisch haben wir Stufen. Wir haben ja vorbereitet. Gut, dann haben wir das hier wieder drei. So, dafür machen wir ein bisschen extra lang hier. Hm? Würde das stimmen? Nee. Habe ich da irgendwie hoch? Nee. Also, machen wir es einfach so. Ach genau, der Basteltisch ist hier ein bisschen schwer. Aber ich muss hier ans Höhe, das ist, das wird sonst nichts. Das wäre dann so und so und so. Weiter komme ich nicht. Das müsste man halt dann wirklich nochmal. Hier irgendwie auffüllen. Vielleicht auch einen Turm reinsetzen. Was meint ihr? Wäre noch eine Idee, hm? Jetzt geht das nicht mehr. Das ist unglaublich. Heute ist echt schwer. Gut. Und dann müssen wir das vielleicht so. So, das ist die Mitte hier. Dann müssen wir das hier ein bisschen anders koordinieren mit den... mit den Blöcken. Da müsste ich hier mindestens 5 raus. Können wir machen, komm. Fürs Auge. Fürs Auge. So. Lieben, und was habe ich denn noch im Stream gesagt? Ah ja, genau, heute ist Sonntag. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, einen, dann machen wir hier noch fürs Hochgehen. Zwei, drei. Echt jetzt? So.
So. Gut, hier haben wir. Ah. Entschuldigung. Das ist einfach eine andere Höhe. Ist ja nicht so schwer, hm? Und hier so. Hier so. Wachposten. Hier können wir einen Slab reintun, ne? Nachher. Die beiden ersetzen wir dann nachher durch Treppen, also echte. Nice. Habe ich denn noch von den Platten hier? Weil das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Dann ist es natürlich so, dass wir ungefähr so breit gehen. Machen wir das hier noch so zu. Der muss kurz weg. Oder die müssen weg. So. Machen wir das noch eins nach vorne. Das wäre schon geil, weil man sich jetzt überlegt, wenn man hier natürlich dann, ja, wie wollen wir sagen, wenn wir hier jetzt natürlich so eine Station hätten, unten kann man noch Bootsanlegeplätze machen, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, die Idee, ja. Was meint ihr? Und hier hat wirklich so ein Tour aus dem Boden, das wäre der absolute Hammer. Müsste ich nachher mal nachzählen, in welcher Höhe dass das möglich wäre. Würde bedeuten, wir hätten hier natürlich einen gröberen Mechanismus. Bezüglich Pistons, die runterdrücken müssen. Aber hey. Idee muss man haben. Also ob das Projekt nicht so schon viel zu groß wäre. Aber hey, komm. Hier machen wir es so, dass wir hier dennoch Platz lassen für eine Treppe. Irgendwie habe ich das Gefühl. Dann ist der natürlich schwierig hier. Finde ich. Dann würde man das besser so machen. Jetzt könnt ihr sagen, wollen wir hier eines der größten Redstone-Projekte versuchen? Also nicht global, sondern einfach bei mir. Global bei mir. Mit den Toren. Ich mache das jetzt einfach mal so zu hier. Es würde natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das nimmt es ja sowieso schon.
Oder das vielleicht gar nicht so groß ausbauen hier, sondern effektiv nur eigentlich so als technische Unterstützung. Ja, die Ideen. Ne? Wo haben wir denn den... Wie sieht es denn aus hier? Ah, wir haben gar kein Holz mehr. Und der Rucksack? Ah. Gut, haben wir geguckt. Eben hier will man eigentlich nur so eine Fläche machen, dass gerade die Technik reinpasst. Ich mache jetzt mal das ganze Dachgedöns hier noch nicht. Vielleicht ist es auch so, dass es so fast besser ausschaut. Da kommt dann noch die Mauer herum. Ja, ich könnte es mir noch vorstellen. Hm? So was, hä? Das nur zwei breit macht. Scheint mir kompliziert zu werden. Was soll ich hier einfach zumachen? Irgendwie mit Zäunen oder so. So machen. Ja, aber das sollte gehen. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht. Ich meine, das hier ist schon relativ tief. Sind wir ehrlich? Was wäre, wenn wir hier sagen, gleich. Nur einen Moment. Zack, 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 zack. Was wäre denn? Für jetzt kommen.
Ich glaube, das wird alles ein bisschen vereinfachen. Da haben wir hier die Stufe, kann man hoch. Das kann schon geil werden. Ja, ich sehe es. Das kann wirklich geil werden. Weil erst, ich meine, die erste Idee war eigentlich auch dieselbe, die Hanabi hatte, dass wir hier das so machen. Dass wir hier dann einfach inwendig so Eisengitter hin tun, dass es ausschaut, als ob wir echt? Really? Ah. Das war auch sehr, sehr schlau jetzt gerade. Ich mache halt lauter schlaue Dinge. Gut. Und das haben wir gesagt, hier einfach nur. Wir machen es nur drei breit. Sieht das ein bisschen aus wie ein Jump'n'Run? Fehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube nicht, hm? Oder schon? Lass mich kurz durchzählen. 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das geht nicht. Nee, schon wieder. So. Gut, also wie viel habe ich verpasst am Anfang? 11, 12 Minuten. Vorspulung gibt 3, 4 Minuten. 26 ungefähr, hm? Gut, habt ihr es bemerkt? Eins, zwei, drei. Wir sind zu weit nach außen geraten. Hier dasselbe Spiel nochmal. Heute ist es schwierig, die Mechanik ist gegen mich. So.
Oder können wir hier wirklich so mit Sand eine Linie machen, dass wir so, so unauffällig. Den Rest müssen wir natürlich erden oder steinen. Aber ja. Sonst habe ich das Gefühl, geil. Gut, ich bräuchte jetzt dringend meinen Werkzeugkasten. Also die Crafting Table Geschichte, nicht den Werkzeugkasten, Entschuldigung. Der müsste aber hier in der Nähe sein, habe ich das Gefühl. Oder ist der immer noch ganz hinten? Da ist er. Gehen wir schnell nach vorne. Dann suchen wir uns einen Platz, wo wir Kasten aufstellen können. Wie das aussieht hier. Echt geil. Dann nehmen wir ein bisschen Holz mit. Ich habe gerade gesehen auf der Map, dass Creeper da sind. Aber nicht bei mir zum Glück. Dann was auch sehr interessant ist, das habe ich im anderen Stream gelernt. Dark Oak Woods. Die könnt ihr nur pflanzen, wenn ihr 4 nebeneinander setzt von den Saplings. Deswegen geben die auch so viel. Gut, jetzt müssen wir hier wieder hin. Über das Holz springen. Ach, ich sollte mal Pause machen hier. Gut. Dann machen wir das mal. Komm. So, sehr schön. 27 Leitern. Das sollten einige Stockwerke sein. Sehr schön. Dann. Und dann würde ich sagen, nach dem hier. Heute ist aber komplizierter. Schwere Aufgabe heute. Gut, dann gehe ich nachher oder nächste Folge mal ein bisschen spionieren, wie wir das gemacht hatten. Am anderen Tor. Kann ich jetzt eigentlich oben durch. Komm aber, wir sagen goodbye, bis morgen. Es ist besser, sonst überziehen wir wieder. Danke fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.